Nachdem es am Sonntag, den 11.06., schon zu einem Großeinsatz kam und 7 Menschen aus dem Wasser im Timmendorfer Strand gerettet wurden, gab es erneut einen Großeinsatz am gestrigen Nachmittag. Gegen 5:10 wurden Zeugen aufmerksam auf einen 23-jährigen Lübecker, der offenbar in Seenot geraten war und drohte zu ertrinken. Die Zeugen sprangen ins Wasser und zogen den Mann heraus. Dort wurde er reanimiert und anschließend in ein Neustädter Krankenhaus gebracht. Derzeit können wir zu seinem Gesundheitszustand keine Angaben machen, die sind uns nicht bekannt. Noch während dieser Rettungsaktion wurden die Zeugen aufmerksam auf einen weiteren Mann, einen 18-jährigen Ratekauer, der ebenfalls unterging. Dieser Ratekauer war mit 2 Freunden im Wasser. Auch diese 3 wurden dann von der Strömung überrascht. Während die 18-Jährige und der 19-Jährige sich aus dem Wasser gerade noch retten konnten, ging der Ratekauer 18-jährige Mann unter. Wir wurden alarmiert, mehrere Personen im Wasser. Und das ist dann bei uns auch ganz große Priorität, gleich mit Sirenenalarm. Wir haben uns vor Ort geordnet mit den Feuerwehren aus Niendorf und Hemmelsdorf. Die haben jeweils Boote. Wir haben unsere Drohne in die Luft geschickt, um den Bereich abzusuchen, den wir vor Ort definieren konnten. 2 Menschen sind im Wasser verschwunden. Einer war als bei Ankunft der Feuerwehr schon aus dem Wasser raus und wurde rettungsdienstmäßig behandelt. Den 2. mussten wir suchen und haben wir nach ungefähr 10 Minuten eine leblose Person im Wasser gesehen und dann haben wir sie rausgeholt und dem Rettungsdienst übergeben. Auch hier wurde sofort eine Reanimation eingeleitet. Unter dieser wurde der 18-Jährige in ein Lübecker Krankenhaus geflogen. Die Reanimation wurde dort fortgesetzt. Allerdings musste diese in der Nacht zum heutigen Tag eingestellt werden. Der Mann ist verstorben. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte eine leichte Strömung, sodass die gelbe Flagge gehisst worden ist. Dieses bedeutet, dass das Schwimmen nur geübten Schwimmern empfohlen wird. Während des laufenden Einsatzes frischte der Wind auf, die Strömung nahm zu. Insofern schwenkten die Rettungskräfte der DLRG um auf die rote Flagge. Diese zeigte an Badeverbot. Wir verstehen natürlich, dass man einen in Not geratenen Menschen helfen möchte, insbesondere wenn es sich um Familienangehörige handelt. Aber auch hier gilt es abzuwägen, bin ich stark genug, schaffe ich das und kann ich dem Menschen wirklich helfen oder begebe ich mich selbst in Gefahr? Grundsätzlich sagen wir, begeben Sie sich niemals selbst in Gefahr, geben Sie den Rettungsschwimmern Kenntnis und wählen Sie einen Notruf.